Soll das wegreißen? Ich will ja nichts mehr desinfizieren. Guck mal, der Schleim ist nämlich schon ohne Keime. Ja, so sieht es nämlich aus. Sauerstoff killt Keime. Also, zumindest Schleimlunge. Mann, wo ist es denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Es gibt... Ich find's nicht. Ja, vielleicht muss ich es irgendwie freischalten. Also, pass auf, es gibt... Es gibt... Feuerwehr. Wie nennt ihr das? Feuerwehrschlangen zum Runterrutschen, ja? Wenn es mal schnell gehen muss. Das ist super. Aber wir würden nicht sehen, wo das ist. Wo sind die? Hier, Rutschstange. Ja! Und Temperaturverschiebeplatte. Heute Kuchen oder Stollen? Nein, nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Ich habe schon die Zähne geputzt. Heute ist nichts mehr mit Essen. So, ich... Nee, was ist denn das jetzt hier? Müssen die jetzt da ständig hin und das desinfizieren? Würde ich jetzt nicht so prickelnd finden. Lass einfach mal das Zeug aufwischen nochmal, hä? Was ist das hier? Das hier, das hier. Kann man nicht aufwischen. Wenn man es nicht aufwischen kann, müssen wir es einsperren. So sieht's aus. Zack. Zack, zack. So. So. Ach, die machen das da hinten auch. Oh Mann, kann ich das nicht... Oh shit, das war halt eine dumme Idee. Das war halt wirklich eine dumme Idee. Die breiten sich tatsächlich da aus. Oh, das ist eine saudumme Idee gewesen. Shit. Shit, 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 shit. Ich dachte, ich kann die einfach wegsperren, die Keime. Aber offensichtlich sind das zu viel. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz schlechte Idee. Deswegen haben die hier auch ständig zu tun. Oh, no. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Vielleicht sollten das nicht alle machen. Vielleicht sollten nicht alle desinfizieren. Wir können das bitte ausschalten. Hier. Es muss nicht alle machen. Ich kann es machen, weil ich Graben 8 habe. Offensichtlich braucht man da Graben dazu. So, wo ist eigentlich Kefir? Kefir hat 4. Frankie! Frankie hat 5. Frankie und Catalina können das mal. Frankie, Catalina und meine Wenigkeit können desinfizieren. Der Rest soll sich bitte auf was anderes konzentrieren, weil das ist ein totaler Quark einfach. Ja, wenn ich da das so mache. So, kochen kann Kunst. Kann erstmal nur Kefir machen. Kochen wollte ich sagen. Kochen. 6, 7, 4 braucht es nicht machen, der Kefir. 5? Nein. 5? Nein. 7. Okay, check. Okay. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich muss es etwas besser nutzen, ja, und habe es natürlich dann nicht gemacht. Das ist hier tatsächlich... Das ist hier tatsächlich eine Sisyphus-Arbeit, ja. Wenn die da jedes Mal hingehen... Guck mal, hier sind schon 104.000. Oh. Das breitet sich ja wirklich aus. Oh, scheiße. Ist das der Untergang der Kolonie? Werden wir alle an Schleimlunge sterben? Das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, Quatsch. Natürlich nicht in der nächsten Folge. So, ist es jetzt fertig hier? Ja, fast. Gut. Das ist auch fertig, fast. Das heißt, wir knallen jetzt hier auch nochmal einen Ziegel hin mit Bio-7. Langsam geht's voran, langsam geht's voran. Ich weiß, das zieht sich immer ein bisschen jetzt. Ich hätte wahrscheinlich einfach mehr Leute bauen müssen. Mehr, ihr wisst schon. So, hier haben wir übrigens auch noch Algen. Also wenn die Algen hier ein bisschen ausgehen sollten, dann können wir hier noch etwas Algen holen. Machen wir da jetzt schon mal provisorisch die Leitern hin. Wir können da später auch Hydrogen-Pumpen da oben reinbauen, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Müssen wir hier mit Keimen aufpassen? Theoretisch ja. Mann, ey. Mann, 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 Mann. Ich will nicht auf Keime aufpassen. Deswegen wollte ich da runter, ne? Ich wollte den Schilf haben. Shit, ich wollte den Schilf haben. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Okay, das heißt, wir bauen hier tatsächlich nach unten. Das hilft ja alles nichts. Rumps. Rumps, das lassen wir so. Und dann müssen wir hier den Schilf ausgraben. Wir brauchen Anzüge. Ohne Anzüge geht hier nichts voran.
Ganz wichtig, immer noch Reserve. Reserveleitern bauen. Der Ben hat's vergessen. Wenn du in deinem Alter schon vergisst, dass wir Freitag haben. Erstmal hi. Kein Stress. So. Hier haben wir auch ein bisschen Keime, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Übrigens, das stimmt ja hier gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Du musst es ja, wenn dann... wo bauen? Hm. Ist das samstags auch Schule? Wie, du hast samstags Schule? Sklaverei! Was ist das denn? Warum hast du samstags Schule? Boah. Warum das denn? Ich bin völlig fertig, Mann. Oh, Samstagsschule. Aber das Schöne ist, wenn die sich die Hände desinfizieren, dann ist alles gut. Das Erste. Solange hier Sauerstoff ist, werden sich die Keime nicht über die Luft verbreiten. Eigentlich würde ich das gerne wieder abreißen. Wenn ich das jetzt so sehe. Eigentlich würde ich das tatsächlich jetzt gerne wieder abreißen, weil das spreadet so hart. Das spreadet so hart. Ich sag ja, Sklaverei ist das. Sklaverei. Samstagsschule. Was für eine teuflische schwarze Magie. So, ich reiße jetzt bewusst wieder ab. Und das hier auch, weil ich kann nicht ständig meinen Kolonisten hier erlauben, den Scheiß hier zu machen. Deswegen hau ich das jetzt lieber weg. Ich meine, könnt ihr auch ganz schlau sein und könnt ihr auch den Schleim wegpacken. Ich hoffe, die atmen halt nicht ein. Wenn sie einatmen, sind sie halt krank. Muss ich sie irgendwie aussperren. Türe zumachen. Und gut ist. Neue Duplikanten sind verfügbar. Und wir brauchen Strom. Wir brauchen einen Transformator. Wir brauchen eine High-Voltage-Platte. Wir brauchen High-Voltage-Platte. High-Voltage. Neumatische Türe. Muss ein bisschen russische Dialekt sprechen. Ich habe zu viel Orange is the New Black angeguckt. Die Red. Meine Güte. So. Dann das Ganze mit einem Starkstromkabel verbinden hier rein. Und nach oben wieder rauf. Und einen neuen Transformator hin. Wo ist er? Wo ist er? Transformator. Ja. Zack. Strom. Starkstrom. Zack. Zack. Achso, das ist ja meine Installationsebene, ne? Das ist ja hier schon alles mit Starkstrom. Packe ich jetzt einfach mal bis darüber. Wird schon passen. Ein neues Game. Was denn für ein neues Game? Jetzt kommen jeden Tag neue Games. Aber was für ein neues Game? Kann ich das auch spielen? So, das lasse ich mal hier frei. Nicht, dass ich das irgendwie mal brauche. Wir packen hier erstmal Strom rein. Jo. Wir packen hier Strom rein. Und dann müssen wir hier aufräumen. Aber das hat dann hier alles Platz. Pokémon Ultramond. Jesus Christ. Ultramond sind wir jetzt also schon. Huhuhuhu. Ja, Pokémon. Aber wie sagt mein Arbeitskollege immer, ich hab's nie verstanden. Nein, aber ich hab's tatsächlich verstanden. Ich find's eigentlich ganz cool. Also ich fand's ganz cool, als ich noch einen Gameboy hatte. Einen normalen Gameboy. Schwarz-weiß Gameboy mit Pokémon Rot und Blau. Ah, das waren Zeiten. Wir haben übrigens immer noch keine Bewässerung. Warum? Mann! Wieso? Wie so zum Teufel wird da kein Wasser durchgepumpt? Sanitärrohr. Ist denn das jetzt... Kann es sein... Oh. Wollte ich gerade sagen. Bitte Prio 7 hier, das da. Das bitte zuerst machen, das mache ich lieber gleich Prio 8, weil sonst... Bläh.
Schuluniform. Ich glaube, das ist nur eine Einstellungssache. Ich glaube, das ist nur eine Einstellungssache. In anderen Ländern wie Japan klappt es ja auch. Und ganz im Ernst, warum denn nicht? Ja, ich meine, was mich an meiner Schulzeit immer angekotzt hat, ja, dass die coolen Kinder ja immer mit Adidas Boots und was weiß ich rumgelaufen sind und ich halt aus nicht einem Bonzenhaushalt kam und bei uns gab es halt Schuhe vom Deichmann, ja, für 20, 30 Euro. Ah, immer diese blöden Sprüche und immer dieses, oh, ich bin der Coolste, weil bla 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 bla. Das hat mich so angekotzt, echt. Das hat mich so angekotzt. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, warum denn nicht? So, da rein. Eben, genau. Genau deswegen sage ich auch, das wäre vielleicht ganz prima. Oder vor allem die Mädels heutzutage auch, ja. Mit was für kurzen Röcken die rumlaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, warum das Rohr nicht funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Bin mir ganz sicher, dass ich es weiß. Bio 8, bitte. Macht ihr das? Bio 8? 8, bitte? Hier? Bio? Hallo? 8? 8? Alles 8, bitte. Ah. Nein, die Pflanzen funktionieren nicht und ich glaube, ich weiß auch warum. Ich meine, man muss sich nur mal überlegen, wie das Wasser fließt, ja. Ich meine, die Pumpe kann ja auch nur eine bestimmte Menge durchpumpen. Wahrscheinlich geht halt einfach nicht genügend runter. Was liegt daran? Liegt es an dem leeren Endstück? Weil ich wüsste nicht, an was es liegt. Ich meine, ich hab hier Eingang, Ausgang. Chaka, chaka. Blockt das sich gegenseitig? Das liegt nicht an der Pumpe, sagst du? Aber wo? Kann es an dem Kreuz liegen? Hier geht es nämlich jetzt auch nicht mehr weiter. Es kann... Weil es jetzt von oben kommt. Moment. Hä? 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 Ja, die pumpt ohne Ende, aber die nicht. Die zweite. Geht das jetzt? Wieso blockiert sich hier alles? Oh nein. Mein Wasserkreislauf kaputt gemacht. Dafür ist es jetzt schön kühl. Oder? Ja. Es hat hier annehmbare... Alter, 35 Grad. Okay. Da oben ist vielleicht nicht ganz so gut. Ja. Oh Mann. So, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wenn... Was passiert hier? Was passiert hier? Was ist das für ein leeres Gedöns? Das ist Abwasser. Okay, das muss mich nicht kümmern. Und jetzt? Jetzt? Was geht jetzt im Kreislauf hier immer ringsrum? Aber das soll nicht ringsrum gehen. Oder? Ist da jetzt mehr drin oder nicht? Aber hier ist immer noch nichts, ja? Also da geht immer noch kein Wasser durch. Weil das zwei Pumpen sind. Das sind zwei getrennte Pumpen. Die Pumpe und die Pumpe. Und die können sich nicht gegenseitig bepumpen. So sieht's aus. Bam, bam, bam. Okay, aber. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich das doch löse. Und zwar müsste es eigentlich funktionieren, wenn ich das hier umdrehe. Wenn ich das umdrehe, müsste es eigentlich funktionieren. Eingang, Ausgang. Eingang, Ausgang. Okay, jetzt nochmal umdrehen. So, probieren wir das mal. Hoffentlich geht's so. 9 natürlich, instant. Alles auf 9 packen. 9? Ja, auf 9. Niemals. Ich mach die Verbindung nicht weg. Das muss irgendwie funktionieren. Ich muss doch zwei Wasserkreisläufe verbinden können. Ohne Probleme. Das kann doch nicht zu Problemen führen. Mal ganz im Ernst. Ich meine, ich verstehe es ja, wenn die sich gegenseitig bepumpen. Ich meine, das ist klar. Wenn ich hier einen Ausgang habe, geht's nicht. Aber ich meine, die gehen alle in die rechte Richtung.
Normalerweise müsste da jetzt ein Überdruck entstehen und das nach oben jagen. Aber das fließt ja nur im Kreis. Oder was macht es hier? Wird das mehr eigentlich? Was geht hier nur im Kreis? Das nervt. Das nervt total. Guck mal, Wasser. 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 Wuhu. Wasser. Ba-b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 a. Wasser. So, und was ich jetzt auch machen werde. Weg mit dieser Leitung. Ich weiß, da unten ist noch ein bisschen Wasser, aber weg fürs Erste. Ja, das muss weg. Das will ich weghaben. So. Dann werde ich. So, jetzt fangen die größenwahnsinnigen Dinge an. Ich werde hier runterbauen. Und werde das hier nochmal killen. Moment, was werde ich killen? Wo ist es? Wo ist es? Sanitär. Sanitär. Ich muss. Ich würde gern hier mit dem kalten Wasser rüber hochgehen. Hochgehen. Da reingehen. Dann ist der Kreislauf von Arsch. Kann er nicht einfach. Der Kreislauf da oben ist von Arsch. Mann, ich krieg's nicht gebacken. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ach, deswegen. Oder? Kann das sein? Kann das sein? Daran liegt? Okay, jetzt fließt das wieder hier rein. Check, das fließt hier rein. Ich glaube, der Heinz hatte wieder mal recht. Memo Nummer 1. Heinz hat immer recht. Memo Nummer 2. Sollte der Fall eintreten, dass Heinz mal nicht recht hat, wird automatisch Regel 1 in Kraft. Heinz hat immer recht. Pumpe entfernen? Pumpe entfernen? Aber funktioniert das wirklich mit den Kreisläufen hier? I try. I try it one more time, okay? Einmal probier's jetzt noch. Ich schließe das jetzt hier nochmal alles an und kapp die zweite Pumpe. So, Pumpe weg. Pumpe weg. Hast ja auch recht. Selber keine Ahnung. Alles, was du sagst, ist immer richtig. Ist immer richtig. Sagt er, hat keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Mich nervt. Ich will mit Rimworld spielen. Ich sag's euch, hätte ich das gewusst, ja, dass sich das so zieht, dann hätte ich wirklich vorher angefangen. Kein Scheiß. Kein Scheiß. So. So. Also. Ich muss mal ein bisschen was im Auge behalten, damit wir hier nicht wieder irgendwas vergammeln oder verbaseln. Das ist alles erstmal egal. Okay, die sammeln das erstmal auf. Das ist klar, das dauert natürlich ewig. Ich meine, das dauert auch noch. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Wie unzureichende Sauerstoffproduktion? Eins, zwei, drei. Brauche ich etwa noch mal einen Algen... Algendeodorizer, hätte ich beinahe gesagt. Ein Algenerzeuger, Algendeoxidierer. Alle drei Stockwerke. Ja. Ich weiß, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber bis ich dazu komme, nochmal einen zweiten Sauerstoffraum zu bauen hier drüben. Das wird ewig dauern. F1? Ja, ja, natürlich ist noch mehr als genug, klar, das ist kein Problem. Aber die stoßen ja auch nur aus, wenn der Umgebungsdruck nicht da ist. Von daher würden wir nicht mehr Algen verbrauchen, als sie tatsächlich Sauerstoff erzeugen. Außerdem müssen wir uns jetzt um Wasser kümmern. Das ist tatsächlich jetzt ein größeres Problem. Ich brauche Wasser. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Das ist echt ein größeres Problem. Das muss ich jetzt als nächstes machen. Richtig, richtig, richtig. Ich muss das hier heizen.
Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, Walter. Okay, da haben wir schon Ambasilizziegel. Hier brauche ich noch eine Leiter rüber. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Wie ich mit Rimworld in Kontakt gekommen bin. Ich habe es gesehen und gekauft. Ja, ich habe Prison Architect gekauft. Und ich habe Prison Architect irgendwann unterstützt mit der Alpha 4, Alpha 5. Also schon ziemlich früh bin ich auf die Webseite gegangen von Prison Architect Typen und habe mir das eben gekauft. Ja, und Rimworld ist vom gleichen Stil und ich dachte mir halt, warum nicht, ja? Und dass es aber so ein geiles Game ist und dass man da so viel draus machen kann, das habe ich mir am Anfang wirklich nicht vorstellen können. So, was machen denn die immer da hinten? Ich sollte das wegreißen. Ich will ja nichts mit desinfizieren. Guck mal, der Schleim ist nämlich schon ohne Keime. Ja, so sieht es nämlich aus. Sauerstoff killt Keime. Also, zumindest Schleimlunge. Hier, kein Schleim. Brauchen wir nicht so anscheißen hier. Wegreißen, alles wegreißen. Wir wollen immer anfangen, stundenlang alle möglichen Sachen zu desinfizieren. Pah, weg damit. Weg, 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 weg. Ich hab immer Angst, weil der Accento Antarkt, die sagt, oh, mach das nicht. Da gehst du kaputt. Mag ja sein. Nicht so ich. Geh nicht kaputt. Okay, wir machen das jetzt. Also das ist jetzt am wichtigsten, weil ihr seht, wir haben echt Wasserprobleme. Und ich würde das A entweder aufbereiten wollen. Ich meine, ihr könnt es ja auch rüberleiten. Okay, das geht auch noch. Wir haben da noch Wasser. Ah, ich muss mich jetzt echt um Wasser kümmern. So ein Dreck. So ein Dreck. Ich wollte eigentlich forschen, alles mögliche andere machen und mich kümmern und... Aber nee. Komm einfach nicht in Pötte. So, wie schön ist es eigentlich hier? Sehr schön. Okay, das passt. Ich werde da hinten nochmal ein paar Betten bauen. Außerdem können wir nochmal einen Kolonisten aufnehmen. Kolonisten. Kolonisten. Dekor. Granite. Le Granite. Mobiliar. Dar. Leere Leinwand. Zack. Zack. Dann dürfen wir schon alles haben. Noch das Kabelding. Übrigens sieht das Kabel jetzt, glaube ich, anders aus. Sie haben jetzt, glaube ich, ein anderes Icon. Kommt mir zumindest so vor. Ich muss die Leiter desinfizieren? Niemals. 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 Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich mach's schon weg. Mach's schon weg. Wie viel Sauerstoff ist denn hier? Nicht viel, aber es müsste reichen. Und hier ist nirgendwo verschmutzter Sauerstoff. Hier ist verschmutzter Sauerstoff. Aber hier ist kein verschmutzter Sauerstoff. Nur in verschmutztem Sauerstoff sind die Keime giftig. So. So sieht's aus. Außerdem haben wir hier eine Chlorzone. Wenn die durchs Chlor gehen, dürften theoretisch auch alle Keime absterben. So, warum kommt hier kein Sauerstoff raus? Meine Sauerstoffleitung ist bestimmt wieder im Arsch. Richtig? Wie ich es doch wusste. Ich wusste es. Unzureichende Sauerstoffproduktion, ja. Das Rohr hat gerissen habt! Also Rimworld ist wirklich super. Also es ist wirklich dieses Spiel. Das ist so ein Spiel Meisterwerk. Ja, ich glaube, das hat sich der Thynan auch nicht gedacht, dass das mal so explodiert das Ganze. Aber das Spiel ist wirklich ist unglaublich. Ist wirklich unglaublich. Wieso ist hier Wasser? Wieso ist hier Wasser? Wieso ist hier alles voller Wasser? Bleib doch hier dicht. Dürfst du nichts mehr rauslaufen. Mann. Wie viel Kohle habe ich noch? Oh, 94 Tonnen. 94 Tonnen Kohle. GG. Kein Problem. So, Gas. Ach so, richtig. Ich habe das Wasser da abgerissen. Aha, richtig. Ja, dankeschön.
Richtig. So, jetzt wird endlich wieder Sauerstoff verteilt. So sieht's aus. Was ist denn das eigentlich gewesen hier? Achso, das war mein Hydrogen, richtig? Richtig, das war mein Hydrogen. Richtig, richtig, richtig. Das ist also kein Problem. Richtig, richtig. Die Mods machen das halt auch einfach mal zu einem komplett anderen Spiel, ja? Wer mal einfach Bock hat nur auf Karawane oder nur auf Bienenvolk oder Catrim mit super high-tech Mods, wobei ich das nicht mehr so extrem betreiben werde. Oder Mittelalter-Zombies oder hast du nicht gesehen? Es gibt so viele Möglichkeiten, ja? Wikinger möchte ich noch spielen. Ich wollte ja noch dieses Religions-Add-on hier machen. Call of Cthulhu. Cthulhu wollte ich noch machen. Aber, ja. Ne? Gibt viele Dinge, die man machen will, aber irgendwie nicht schafft. Was ist denn mit dem Roten hier los? Unterversorgt. Ach so, weil es fehlt, ja. Dann das Ganze mit einem Starkstromkabel verbinden hier rein. Und nach oben wieder rauf. Und noch einen neuen Transformator hin. Wo ist er? Wo ist er? Transformator. Ja. Zack. Strom, Starkstrom, zack, zack. Achso, das ist ja meine Installationsebene, ne? Was ist hier schon alles mit Starkstrom? Packe ich jetzt einfach mal bis darüber. Wird schon passen. Ein neues Game, was denn für ein neues Game? Jetzt kommen jeden Tag neue Games, aber was für ein neues Game? Kann ich das auch spielen? So, das lasse ich mal hier frei. Nicht, dass ich das irgendwie mal brauche. Wir packen hier erstmal Strom rein. Jo. Wir packen hier Strom rein. Und dann müssen wir eigentlich aufräumen. Boah, das hat dann hier alles Platz. Pokémon Ultramond. Jesus Christ. Ultramond sind wir jetzt also schon. Huhuhuhu. Ja. Pokémon. Aber wie sagt mein Arbeitskollege immer, ich hab's nie verstanden. Nein, aber ich hab's tatsächlich verstanden. Ich find's eigentlich ganz cool. Also ich fand's ganz cool. Als ich noch einen Gameboy hatte. Einen normalen Gameboy. Schwarz-weiß Gameboy mit Pokémon Rot und Blau. Ah, das waren Zeiten. Wir haben übrigens immer noch keine Bewässerung. Warum? Mann! Wieso? Wie so zum Teufel wird da kein Wasser durchgepumpt? Sanitär Rohr. Ist denn das jetzt... Kann es sein? Oh. Wollte ich gerade sagen. Bitte Prior 7 hier, das da. Das bitte zuerst machen, das mache ich lieber gleich Prior 8, weil sonst... Nö. Schuluniform. Ich glaube, das ist nur eine Einstellungssache. In anderen Ländern wie Japan klappt es ja auch. Und ganz im Ernst, warum denn nicht? Ja, ich meine, was mich an meiner Schulzeit immer angekotzt hat, ja, dass die coolen Kinder ja immer mit Adidas Boots und was weiß ich rumgelaufen sind und ich halt aus nicht einem Bonzenhaushalt kam und bei uns gab es halt Schuhe vom Deichmann, ja, für 20, 30 Euro. Ah, immer diese blöden Sprüche und immer die. So, wie schön ist es eigentlich hier? Sehr schön, okay, das passt. Ich werde da hinten nochmal ein paar Betten bauen. Außerdem können wir nochmal einen Kolonisten aufnehmen. Kolonisten. Dekor. Granite. Le Granite. Mobiliar. Dar. Leere Leinwand. Zack. Zack. Dann dürfen wir schon alles haben. Noch das Kabel legen. Übrigens sieht das Kabel jetzt, glaube ich, anders aus. Sie haben jetzt, glaube ich, ein anderes Icon. Kommt mir zumindest so vor. Ich muss die Leiter desinfizieren? Niemals. ist ja gut. Ich mach's schon weg. Wie viel Sauerstoff ist denn hier?
Nicht viel, aber es müsste reichen. Und hier ist nirgendwo verschmutzter Sauerstoff. Hier ist verschmutzter Sauerstoff, aber hier ist kein verschmutzter Sauerstoff. Nur in verschmutztem Sauerstoff sind die Keime giftig. So, so sieht's aus. Außerdem haben wir hier eine Chlorzone. Wenn die durchs Chlor gehen, dürften theoretisch auch alle Keime absterben. So, warum kommt hier kein Sauerstoff raus? Meine Sauerstoffleitung ist bestimmt wieder im Arsch. Richtig? Ich wusste es. Unzureichende Sauerstoffproduktion, ja. Das Rohr abgerissen habt! Also Rimworld ist wirklich super. Also es ist wirklich dieses Spiel. Das ist so ein Spiel. Meisterwerk, ja. Ich glaube, das hat sich der Thynan auch nicht gedacht, dass das mal so explodiert, das Ganze. Aber das Spiel ist wirklich... Ist unglaublich. Ist wirklich unglaublich. Wieso ist hier Wasser? Wieso ist hier Wasser? Wieso ist hier alles voller Wasser? Bleib doch hier dicht. Dürfte nichts mehr rauslaufen. Mann. Wie viel Kohle habe ich noch? Oh, 94 Tonnen. 94 Tonnen Kohle. GG. Kein Problem. So, Gas. Ach so, richtig. Ich habe das Wasser abgerissen. Aha, richtig. Ja, danke schön. Richtig. Oh, jetzt wird endlich wieder Sauerstoff verteilt. So sieht's aus. Was ist denn das eigentlich gewesen hier? In Rot und Blau. Ah, das waren Zeiten. Wir haben übrigens immer noch keine Bewässerung. Warum? Mann! Wieso? Wieso zum Teufel? Wird da kein Wasser durchgepumpt? Sanitär Rohr. Ist denn das jetzt... Kann es sein? Oh. Wollte ich gerade sagen. Bitte Prior 7 hier, das da. Das bitte zuerst machen, das mache ich lieber gleich Prior 8, weil sonst... Bäh. Schuluniform. Ich glaube, das ist nur eine Einstellungssache. In anderen Ländern wie Japan klappt es ja auch. Und ganz im Ernst, warum denn nicht? Ja, ich meine, was mich an meiner Schulzeit immer angekotzt hat, ja, dass die coolen Kinder ja immer mit Adidas Boots und was weiß ich rumgelaufen sind und ich halt aus nicht einem Bonzenhaushalt kam und bei uns gab es halt Schuhe vom Deichmann, ja, für 20, 30 Euro. Ah, immer diese blöden Sprüche und immer dieses, oh, ich bin der Coolste, weil bla 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 bla. Das hat mich so angekotzt, echt. Das hat mich so angekotzt. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, warum denn nicht? So, da rein. Eben, genau. Genau deswegen sage ich auch, das wäre vielleicht ganz prima. Oder vor allem die Mädels heutzutage auch, ja. Mit was für kurzen Röcken die rumlaufen. Ich glaube, ich weiß übrigens, warum das Rohr nicht funktioniert. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Bin mir ganz sicher, dass ich es weiß. Prio 8, bitte. Macht ihr das? Prio 8? 8, bitte? Hier? Prio? Hallo? 8? 8? Alles 8, bitte. Ah. Nein, die Pflanzen funktionieren nicht und ich glaube, ich weiß auch warum. Ich meine, man muss sich nur mal überlegen, wie das Wasser fließt, ja. Ich meine, die Pumpe kann ja auch nur eine bestimmte Menge durchpumpen. Wahrscheinlich geht halt einfach nicht genügend runter. Was liegt daran? Liegt es an dem leeren Endstück? Weil ich wüsste nicht, an was es liegt. Ich meine, ich hab hier Eingang, Ausgang. Chaka, chaka. Blockt es sich gegenseitig?
Liegt nicht an der Pumpe, sagst du? Ich habe gesagt, ich muss es etwas besser nutzen, ja, und habe es natürlich dann nicht gemacht. Das ist hier tatsächlich eine Sisyphus-Arbeit, ja, wenn die da jedes Mal hingehen. Guck mal, hier sind schon 104.000. Oh, das breitet sich ja wirklich aus. Oh, scheiße. Ist das der Untergang der Kolonie? Werden wir alle an Schleimlunge sterben? Das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, Quatsch. Natürlich nicht in der nächsten Folge. So, ist es jetzt fertig hier? Ja, fast. Gut. Das ist auch fertig, fast. Das heißt, wir knallen jetzt hier auch nochmal einen Ziegel hin mit Bio-7. Langsam geht's voran, langsam geht's voran. Ich weiß, das zieht sich immer ein bisschen jetzt. Ich hätte wahrscheinlich einfach mehr Leute bauen müssen. Mehr, ihr wisst schon. So, hier haben wir übrigens auch noch Algen. Also wenn die Algen hier ein bisschen ausgehen sollten, dann können wir hier noch etwas Algen holen. Machen wir da jetzt schon mal provisorisch die Leitern hin. Wir können dann später auch Hydrogen-Pumpen da oben reinbauen, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Müssen wir hier mit Keimen aufpassen? Theoretisch ja. Mann, ey. Mann. Ich will nicht auf Keime aufpassen. Deswegen wollte ich da runter, ne? Ich wollte den Schilf haben. Shit, ich wollte den Schilf haben. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Okay, das heißt, wir bauen hier tatsächlich nach unten. Das hilft ja alles nichts. Rumps. Rumps, das lassen wir so. Und dann müssen wir hier den Schilf ausgraben. Wir brauchen Anzüge. Ohne Anzüge geht hier nichts voran. Ganz wichtig, immer noch Reserve. Reserveleitern bauen. Der Ben hat's vergessen. Wenn du in deinem Alter schon vergisst, dass wir Freitag haben. Erstmal hi. Kein Stress. So. Hier haben wir auch ein bisschen Keime, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Übrigens, das stimmt ja hier gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Du musst es ja, wenn dann, wo bauen. Ist das samstags auch Schule? Wie, du hast samstags Schule? Sklaverei! Was ist das denn? Warum hast du samstags Schule? Boah. Warum das denn? Ich bin völlig fertig, Mann. Oh, samstags Schule. Aber das Schöne ist, wenn die sich die Hände desinfizieren, dann ist alles gut. Das Erste. Ja, ich weiß es auch nicht. Mir nervt, ich will mit Rimworld spielen. Hätte ich das gewusst, ja, dass sich das so zieht, dann hätte ich wirklich vorher angefangen. Kein Scheiß. Kein Scheiß. So. So. Also. Ich muss mal ein bisschen was im Auge behalten, damit wir hier nicht wieder irgendwas vergammeln oder verbaseln. Das ist alles erstmal egal. Okay, die sammeln das erstmal auf. Das ist klar, das dauert natürlich ewig. Ich meine, das dauert auch noch. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Wie unzureichende Sauerstoffproduktion? Eins, zwei, drei. Brauche ich etwa nochmal einen Algendeodorizer, hätte ich beinahe gesagt. Einen Algenerzeuger, Algendeoxidierer. Alle drei Stockwerke. Ja. Ich weiß, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber bis ich dazu komme, nochmal einen zweiten Sauerstoffraum zu bauen hier drüben. Das wird ewig dauern. F1? Ja, ja, natürlich ist noch mehr als genug. Klar, das ist kein Problem. Aber die stoßen ja auch nur aus, wenn der Umgebungsdruck nicht da ist. Von daher würden wir nicht mehr Algen verbrauchen, als sie tatsächlich Sauerstoff erzeugen. Außerdem müssen wir uns jetzt um Wasser kümmern. Das ist tatsächlich jetzt ein größeres Problem. Ich brauche Wasser. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Das ist echt ein größeres Problem. Das muss ich jetzt als nächstes machen. Richtig, richtig, richtig. Ich muss das hier heizen. Oh. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, Walter. Okay.
Okay, da haben wir schon ein paar Siliziegel. Hier brauche ich noch eine Leiter rüber. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Wie ich mit Rimworld in Kontakt gekommen bin. Ich habe es gesehen und gekauft. Ja, ich habe Prison Architect gekauft. Und ich habe Prison Architect irgendwann unterstützt mit der Alpha 4, Alpha 5. Also schon ziemlich früh bin ich auf die Webseite gegangen von Prison Architect Typen und habe mir das eben gekauft. Ja, und Rimworld ist vom gleichen Stil und ich dachte mir halt, warum nicht, ja? Und dass es aber so ein geiles Game ist und dass man da so viel draus machen kann, das habe ich mir am Anfang wirklich nicht vorstellen können. So, was machen denn die immer da hinten? Ich soll das wegreißen. Ich will ja nichts mit desinfizieren. Ja, ich weiß es auch nicht, mir nervt, ich will mit Rimworld spielen. Hätte ich das gewusst, ja, dass sich das so zieht, dann hätte ich wirklich vorher angefangen. Kein Scheiß. Kein Scheiß. So. Also, ich muss mal ein bisschen was im Auge behalten, damit wir hier nicht wieder irgendwas gammeln oder verbaseln. Das ist alles erstmal egal. Okay, die sammeln das erstmal auf. Das ist klar, das dauert natürlich ewig. Ich meine, das dauert auch noch. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Wie unzureichende Sauerstoffproduktion? Eins, zwei, drei. Brauche ich etwa noch mal einen Algendeodorizer, hätte ich beinahe gesagt. Ein Algenerzeuger. Algendeoxidierer. Alle drei Stockwerke. Ja. Ich weiß, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber bis ich dazu komme, nochmal einen zweiten Sauerstoffraum zu bauen hier drüben. Das wird ewig dauern. F1? Ja, ja, natürlich ist noch mehr als genug. Klar, das ist kein Problem. Aber die stoßen ja auch nur aus, wenn der Umgebungsdruck nicht da ist. Von daher würden wir nicht mehr Algen verbrauchen, als sie tatsächlich Sauerstoff erzeugen. Außerdem müssen wir uns jetzt um Wasser kümmern. Das ist tatsächlich jetzt ein größeres Problem. Ich brauche Wasser. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Das ist echt ein größeres Problem. Das muss ich jetzt als nächstes machen. Richtig, richtig, richtig. Ich muss das hier heizen. Oh. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, Walter. Okay, da haben wir schon ein paar Siliziegel. Hier brauche ich noch eine Leiter rüber. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Wie ich mit Rimworld in Kontakt gekommen bin. Ich habe es gesehen und gekauft. Ja, ich habe Prison Architect gekauft. Und ich habe Prison Architect irgendwann unterstützt mit der Alpha 4, Alpha 5. Also schon ziemlich früh bin ich auf die Webseite gegangen von Prison Architect Typen und habe mir das eben gekauft. Ja, und Rimworld ist vom gleichen Stil und ich dachte mir halt, warum nicht, ja? Und dass es aber so ein geiles Game ist und dass man da so viel draus machen kann, das habe ich mir am Anfang wirklich nicht vorstellen können. So. Was machen denn die immer da hinten? Ich soll das wegreißen. Ich will ja nichts mit desinfizieren.